Auch hier wieder was Spannendes. Herzlich willkommen bei Wissenslust. Und zwar geht es um den Herbst, der da so kommt und welche Möglichkeiten da wohl bestehen, beziehungsweise mit welchem Impfstoff man dann wohl geimpft werden könnte. Alles natürlich Vermutungen, ganz klar. Und jeder nimmt sich wieder das raus, was er möchte. Und gerne setze ich euch den Link drunter. Dann hört mal selber rein. Nicht klar beantwortet werden, wie die Impfkampagne läuft ja noch, das ist gar keine Frage. Und wir sehen ja jetzt das Problem, dass also die Impfstoffe über die Zeit auch an Wirkung verlieren. Daher ist es also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, wer also für den Herbst noch einmal geimpft werden muss. Und wir haben den Impfstoff so beschafft, dass wir zu jedem Zeitpunkt, also auch beispielsweise, wenn es wissenschaftlich notwendig würde, eine vierte Impfung durchführen zu können. Wir rechnen jetzt also mit dem BioNTech-Impfstoff für Omikron deutlich später, erst also erst im Mai. Und wir also brauchen auch Impfstoff also für die zweite Hälfte des Jahres. Das ist etwas schwieriger, also abzuschätzen, mit welchem Impfstoff man dann arbeiten kann. Es kann sein, dass dann wieder eine andere Variante kommt. Und wenn eine andere Variante käme, wäre möglicherweise ein reiner Omikron-Impfstoff für BioNTech nicht die erste Wahl. Das kann man also zumindest nicht ausschließen. Daher ist die Impfstoffbeschaffungsstrategie, für die ich selbst stehe, eine, die also mit einer gewissen Redundanz arbeitet, die ich wie folgt beschreiben möchte. Also Bevölkerung soll geimpft werden können, wenn eine weitere Impfung notwendig wird. Entweder mit einem Omikron-Impfstoff oder mit einem Nicht-Omikron-Impfstoff. Und für beides muss ich gleichzeitig beschaffen, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, welche Variante kommt. Und das ist der Hintergrund, also der sagen wir, Beschaffungsstrategie. Die Frage, also wird Impfstoff verkommen oder nicht? Also wir werden den Impfstoff, der also auf das Haltbarkeitsdatum zuläuft, den werden wir entsprechend dort einsetzen, wo er jetzt unmittelbar benötigt wird. Und in der Tat, also die gute Nachricht ist die, wir können unsere Verpflichtungen COVAX gegenüber können wir einhalten. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft. Also es kann ja nicht falsch sein, wenn wir unsere COVAX-Verpflichtungen voll erfüllen können. Ja, so viel dann dazu. Eigentlich ging es bei der Frage von diesem Herrn darum, unter anderem.